Willkommen zu einem kurzen Quick-Tipp-Video. Wer kennt's nicht? Politur auf Kunststoffteilen, wo die definitiv nicht drauf gehört. Entweder hat man vergessen abzukleben oder man ist aus Versehen mal drauf gekommen. Wie sieht das Ganze aus? Hier oben haben wir das beste Beispiel dafür da. Also hier wurde definitiv nicht abgeklebt Politur auf den Kunststoffteilen raufgekommen. Das fällt im ersten Moment nicht auf, aber später kreidet die dann aus und dann habt ihr diese typischen weißen Stellen. Und wie man die wegbekommt, mit welchen Haushaltsmittelchen, das zeigen wir euch jetzt mal. Die einfachste und effektivste Variante, um solche Anhaftung zu entfernen, wäre das Trockeneis. Allerdings gehe ich davon aus, dass nicht jeder von euch zu Hause eine Trockeneismaschine oder das entsprechende Material dafür da hat. Es gibt auch verschiedene Reiniger, die kann man in Kombination mit so einem genannten Melaminschwamm, also diese Zauberschwämme, nutzen. Allerdings muss man dazu sagen, so ein Schwamm ist leicht abrasiv und wenn ihr eine raue Struktur habt, gerade eine Matte, und ihr die ein bisschen wegglättet, kann es passieren, dass ihr wirklich einen leicht glänzenden Effekt danach drauf kriegt und somit auch ja, verfleckte, gescheckte Leisten habt. Es gibt einen ganz einfachen Trick und ich denke mal, den hat jeder von euch zu Hause, wenn nicht, dann mal bei euren Kindern in der Federtasche rumkramen. Ein ganz normaler, handelsüblicher, weißer Radiergummi und ob das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal hier oben an der Leiste an. Den einen oder anderen ist mal aufgefallen, dass wenn man an solchen Stellen mit dem Finger hier rubbelt, ja, dass sich das Ganze hier, wie gesagt, durch die Reibung ablöst. Wenn ihr keine Blase an den Fingern haben wollt, dann nutzt ihr einfach mal den Radiergummi, geht vorsichtig rüber. Wie gesagt, keine extreme Reibung hier. Wir wollen die Oberflächenstruktur nicht verändern. Ganz sacht auflegen, rüber reiben den Radiergummi und ihr seht auch hier, wie sich die ganze Geschichte hier ablöst. Immer wieder mal kontrollieren und lieber ein paar Gänge nachgehen, als dass wir hier, wie gesagt, unsere Oberflächenstruktur verändern, denn dann hätten wir definitiv hier einen Glanzeffekt. Ich würde auch darauf achten, dass ihr einen weißen Radiergummi nehmt, nicht einen roten oder einen blauen, nicht, dass ihr die Farbe von dem Radiergummi hier noch irgendwie ins Kunststoff einbringt. Das wäre natürlich ja, ziemlich schlecht. Ihr seht auch, die Leiste zu versauen geht deutlich schneller, als sie nachher wieder sauber hinzubekommen. Aber ihr seht auch, wie richtig schön sich die ganze Geschichte hier entfernen lässt. Ja, und nach etwas Geduld habt ihr alles voll mit Radiergummischnipsel auf eurem Fahrzeug. Aber ihr seht, ihr kriegt das Kunststoff wieder richtig schön hin. Ihr könnt das Ganze auch nochmal mit einem entsprechenden Entfetter kontrollieren, ob Stellen wieder hochkommen oder nicht. Im Anhang dann die Leiste nochmal versiegeln, denn dann könnt ihr auch eure Kunststoffpflege auftragen, nicht überdecken, sondern nachher nochmal richtig schön ins Material einziehen lassen. Wir beschichten das Auto sowieso mit Keramik, da kommt also auch Keramikbeschichtung oben drauf. Jetzt seht ihr hier diese ganzen Gummischnipsel auf dem Fahrzeug, die vorsichtig runterpusten, nicht mit einem Lappen umherreiben, nicht, dass er dann nachher noch Kratzer in eurem Lack verursacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kurzer Quick-Tipp, falls Fragen sind, unten in die Kommentare. Wenn nicht, dann Däumchen nach oben, würde mich freuen. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.